Lieber Herr Professor Hochreiter, lieber Sepp, es gibt schon den einen oder anderen Film, Hollywood-Szenarien, wo künstliche Intelligenz einmal die Welt regiert. Ist sowas überhaupt realistisch? Nein, überhaupt nicht. Also die Filme, man kennt Matrix, die Matrix, da werden Menschen aus Batterien genommen. Was für ein Blödsinn. Also es kann keine Intelligenz sein, die Menschen aus Batterien hernehmen, Schmarrn. Oder Terminator, Schwarzenegger kennt man auch. Da wo die Roboter die Menschen jagen, alles Blödsinn. Ich sage jetzt zwei Gründe, warum das meines Erachtens Blödsinn ist. Der erste ist, der Mensch übt einen großen selektiven Druck auf die KIs auf. Nur die KIs, die uns wohlgesonnen sind, die uns helfen, die werden wir kopieren, die werden wir weiterlernen lassen. Wenn die ein bisschen zickt, nicht so gut funktioniert, werden wir die nicht weiter betreuen, werden wir die abschalten, werden wir die löschen. Das heißt, eine KI, die uns was Schaden zufügt, wird gar nicht hochkommen. Aber es gibt noch einen Grund. Sagen wir, es würde eine entwischen, die wird jetzt ganz intelligent und möchte die Welt regieren. Ja, wie blöd kann die sein, dass die in der schmalen Biosphäre, wo wir Menschen leben, mit uns um Ressourcen kämpft? Na, die KI wird rausgehen in den Weltraum. Da gibt es den Asteroidengürtel, da gibt es viel mehr Ressourcen, da gibt es die Sonne, das bisschen Sonnenlicht, das auf die Erde kommt. Wie blöd könnte es sein, auch da sich hinzugehen, die gehen dann raus ins Weltall und da ist viel mehr Energie. Das heißt, wir haben nicht die gleichen Ressourcen. Die KI wird rausgehen. Und warum soll eine KI sich mit den Menschen abgeben? Völliger Blödsinn. Siebenjähriges Schulmädchen spricht nur mit siebenjährigen Schulmädchen. Ein Fußballspieler spielt mit Fußballspieler. Genetiker, die sprechen mit anderen Genetikern. Und Banker sprechen nur mit Banker, weil die haben ganz interessante Themen. Warum soll jetzt KI sich für Menschen interessieren, mit Menschen kommunizieren? Also wir haben nicht die Ressourcen. Wenn die KI so gescheit sind, dass sie sich nicht mehr für Menschen interessiert, haut die ab irgendwo ins Weltall und die ist ja gut dafür geschaffen, das ist ja nur Software. Das heißt, diese Angst ist unbegründet. Es gibt eine andere, unter Anführungszeichen, Angst oder vielleicht auch schon eine Tatsache, was auf uns zukommt, nämlich der Zeitpunkt, an dem die Geschwindigkeit des Lernens, Deep Learning und so weiter so zunimmt, dass auch schon die Fragen, die gestellt werden, vielleicht den Menschen, die der Computer stellt, die künstliche Intelligenz stellt, schon den Menschen nicht mehr verständlich, nicht mehr zugänglich sind und dann sozusagen eine Dynamik, man glaube ich bezeichnet das als Singularität, entsteht, wo man sagt, also jetzt hat der Computer einfach so viel drauf, jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, wo er den Menschen einfach sozusagen geschlagen hat in all das. Das ist aber ein realistischeres Szenario, oder? Man weiß nicht, das wird dann so sein, der Mensch kommt nicht mehr mit, sich Gedanken zu machen, über bestimmte Probleme zu reden. Und dann würden die KIs miteinander reden. Ja. Sich selber unterhalten über die Welt und wie die Welt aufgebaut ist. Und es so schnell, dass keiner mehr mitkommt und so schnell neue Erkenntnisse kriegen, dass man es gar nicht runterschreiben kann. Aber es könnte einen limitierenden Faktor geben, was gegen die Singularität spricht. Und es sind die Ressourcen, also die Übertragungsgeschwindigkeiten, wie schnell Supercomputer, die das können, die wird es vielleicht nicht geben. Oder genau. Die müssen so schnell sein, die müssen unendlich schnell sein gegen die Singularität, dass immer mehr und mehr Daten austauschen. Und da ist die Hardware, die Datenübertragung, macht da irgendwann ein Ende. Irgendwann ist die Lichtgeschwindigkeit die begrenzende Konstante. Zukunft, neu denken, wirklich super spannend. Herzlichen Dank für diese Antwort. Bitte.